Scheiße! Das ist gut, ne? Okay, wir müssen wieder hier. Das ist doch kacke hier. Wir brauchen wieder Redstone. Das ist erstmal hier. So, oder? Will Redstone hier hinten reinkommen? Da ist kein Witz mehr. Da gibt. Das zeigt an. Ach, fick dich doch, ey. Ist die erste hier? Das sind 12 Eimer, das reicht definitiv nicht. Das reicht definitiv nicht. Im MD-System. Na toll. Aber. Das ist eine Schneeproduktion. Was habe ich noch? Da war links Schacht. Wo ist der? Habe ich den noch? In welchem Rucksack habe ich den? Aquarius Akkumulator. Und den Glasier, den. Und dann noch ein paar Energieleitungen. Lass mich mal kurz überlegen, wenn die Dings reingeht, eigentlich recht eine normale Kiste. Mach ich oben den Filter dran, wo er die Angel rauszieht, den Rest brauchst du Filter, was gebrannt werden muss. Fische und so Scheiß. Und der Rest kommt sowieso ins ME-System. Geht auch. Hab ich recht? Geht auch. Hin, her, hoch, runter. Bin ich froh, wenn ich hier ein Lagersystem drin hab. Ein ME-Lagersystem? Ja. Ja. Das Ding ist halt. Das ganze System hier rüber bauen. Beziehungsweise dann auf alle Etagen. Das macht mir eigentlich ein bisschen Sorge. Mhm. Der Rest, wenn das Ding dann hier immer. Also dein ME-System, also vorm ME-System bauen an sich, so hätte ich überhaupt keine Bedenken. Problematisch wird halt nur bei dir, wie ich finde, wie du das halt gebaut hast. Weil du dein Haus so verdreht gebaut hast, weißt du? Das macht mir Kopfzerbrechen. Naja, ich habe genug Platz zwischen den Etagen. Also ich habe der Wartungsschacht, da kommt quasi die Leitung einmal komplett runter. Aber du musst dich halt immer drehen mit dem Zeug. Nö, einmal gehe ich halt rechts rum, einmal gehe ich links rum. Das wird schon irgendwie. Kann eine Weile dauern, aber es wird. Sagt er jetzt. Sagt er jetzt. Wenn du Schneebälle brauchst, an meinem Thermalreaktor steht jetzt eine Schneeballfabrik. Nö. Was brauchst du eine Schneeballfabrik? Cryotherm. Immer aktiv extrahieren. Für Cryotherm brauche ich doch. Das weißt du doch. Ich hab da gerade Schritte gehört. Waren das meine Schritte? Ich weiß nicht. Dann waren das meine eigenen Schritte. Ja, alles mal. Oh. Was denn? Nee, ich hab gerade Schandbild gehabt. Achso. Ich wollte vorhin schon mal was sagen, hab mich aber nicht getraut. Warum? Ich wollte vorhin schon sagen, dass es heute noch gar nicht abgeschmiert ist. Danke. Dass es dir auch schon aufgefallen ist. Ja, mir ist es eigentlich schon. Wir haben ja wieder zur selben Zeit gestartet wie gestern. Da dachte ich mir schon, na, ob das ein gutes Zeichen ist.
Das hatten wir aber schon mal. Dass wir am Wochenende zweimal aufgenommen haben. Und zum selben Zeitpunkt abgeschmiert war. Nee, nicht abgeschmiert. Wir haben beide Aufnahmen exakt auf der gleichen Uhrzeit gestartet. Also selbst auf die Sekunde. Das war aber noch sehr früh. Dazu mal, als wir noch keine Mods kannten. Weniger. Weniger, ja. Da kommt ein Itemfilter drauf. Nein. Nein. Oh, gut. Wo dann Angeln reinkommen. Nur Output. Und hier kommt. Das geht nach rechts raus. Was? Dann läuft's jetzt. Kann man noch komplett automatisieren? Ich hab's schon wieder gesagt. Was? Ich hab's schon wieder gesagt, man kann das noch komplett automatisieren. Ist es wohl noch nicht? Kryotherm herstellen? Nee, ist noch nicht komplett. Ist noch halbautomatisch. Aber ich habe jetzt schon mal an den Flüssigkeitstransposer unten einen Itempuffer dran gehängt, wo Schneebälle reinkommen. Der zieht die sich hoch, befüllt die mit resonanten, destabilisierten Redstone und pumpt den fertigen Blitzstaub nach rechts raus. Und hier hinten steht der Aqueous Akkumulator und produziert Wasser. In die Schneeballfabrik. Und die Schneeballfabrik haut in 0, nichts den Itemfilter voll. Mit Schneebällen. Und ich sterbe gleich. Das Traum, das Traum. Dann legen wir den Strom halt einmal ringsrum. Ne? Ja. Ne. Wo ist jetzt mein Fischerklei leer? Strom. Das ist aber leider destabilisierte Redstone, alle. Ist aber auch nicht so wild, du. Für sich wäre es wahrscheinlich auch praktisch, würde ich die Wenn der mal alle ganzen. wird. Nee, würde ich die ganzen. Energieleitungen einfach nur mit diesem Leitungsverkleidung machen. Dass du einfach nur einen Schlüssel in der Hand nimmst und siehst, was Sache ist. Dafür ist es ja gedacht. Ja, dadurch, dass ich auch meine Deckenhöhe. Also zwischen den Etagen habe ich eine Deckenhöhe von 4 Blöcken. Ich kann die quasi so weit runterlegen, dass ich die nicht alle bemalen müsste. So, habe ich zum Teil Ist auch aber schon gemacht, deswegen. von der Sache her sogar billiger. Billiger, die zu bemalen, weil die Leitungsverkleidungen sind wesentlich billiger wie die Laborblöcke. Billig Quarz. Ja gut, wenn du eine Ender Quarry von weißt du wie viel Millionen Steinen 7,5. im Nether stehen hast, dann ist kein Problem. Es sind ungefähr 7,5 Millionen. Das ist kein Problem. Sind, oh, hat er denn schon was? Da hast du ganz andere Probleme, Alter. War jetzt ein Ofen? So. Jetzt können wir 44 Eimer voll Therm. Tank. Resonant Ender. Zu Ruckel, ruckel. Moment. Ah, Plastifolie, Wahnsinn.
Super geil. Jetzt weiß ich, warum ewig bei mir keine Loot-Tüten mehr rausgekommen sind. Warum? Weil die nicht rausgefiltert wurden und durch den Redstone-Ofen gegangen sind, der eigentlich Fische gebürnt hat. Dass der Hans mich hier gesehen hätte. Meine Reaktorverkleidung, dass da oben Gabbro-Pflastersteine drin sind. Bin enttäuscht. Jetzt habe ich gerade gedacht, wo kommt denn hier der Ender her? Oh, das war nicht der Ender. Das war der Block. Fisch, Fisch, Fisch. Den Block, den ich abgebaut habe, der ist in die Enderflüssigkeit gefallen und hat sich weggeportet. Deswegen habe ich hier eigentlich immer Magneten an, wenn ich am Reaktor, am offenen Reaktorherzen arbeite. So, wir Das ist bestimmt als Mob-Farm bestimmt auch geil. Stellst in die eine Ecke einen Kaktus, auf der anderen Seite in Lava-Becken, auf der nächsten Seite Eis oder sowas. immer zufällig sterben. Ja. Eigentlich könnte man jetzt eine Mobfarm mit Kryotherum bauen. Dass du einfrierst oder was? Oder ist die heiße? Was, mal was anderes. Nee, Kryotherum ist das Kalte. Nein. Ich wollte jetzt in die Flüssigkeit springen. Und dabei abbauen. Nicht geklappt. So. Jetzt zum Ofen haben wir. Was brauchen wir denn noch? Itempunkte brauchen wir. Achso, wir müssten mal. Gegebenenfalls. Geht denn das? Haben hier, leiten da, leiten dort Strom Einmal hin. mit Redstone Glitch. Ah, das strahlt hier alles, du. Ich sage dir. Schon Angeln mitbringen können. Aua, aua, jetzt hat mich auch gerade in die Decke geportet. Mindestens ein Stück. Da liegt's. Ich habe Angeln Ein Glück. gebissen. Beim Bau eines Anglers. Ja, der angelt ja auch so, aber ich Aber brauche mindestens. verstehst, was ich meine. Beim Bau eines Anglers die Angel vergessen? Ja, ich verstehe. Nee, aber ich brauche ja wenigstens eine Angel, um den Filter zu sagen, pass auf. Jetzt hast du das raus. Das solltest du wissen. Was denn? Raw Ender. Whitelist. Nee, Resonant Ender. Dingens. Bin mal wieder geportet ungewollt. Ich werde nicht die ganze Verkleidung hier oben wieder wegruppen. Gut, also das mit der Angel funktioniert. Der schickt die rein und zahlt die raus. Ja, genau, das Problem hatte ich auch. Da wusste ich, stimmt, das Problem hatte ich zum Schluss. Da wusste ich nicht, wie ich das hinkriege, dass da die nicht gleich wieder rauslutscht. Die habe ich dann, glaube ich, mit dem. Ich das gemacht? Boah, Die darf Anschlüsse ich doch schon. anders. Dass die. Mal, ich muss mal hier springen. Der hat die da einfach gleich wieder rausgezogen. Egal, wo ich die hingelegt habe, glaube ich. Ja, der. Nee, der Anschluss anders. Dass der eine Anschluss von hinten ist. Glaube, das hat nicht gereicht. Muss man hier spionieren. Probier's einfach mal.
Das hat raufgezogen und hat den von hinten reingestopft, ja. Mit. So, wo ist denn jetzt noch überall was? Da hinten müsste noch was sein. Nein, nein, nein. Aua, aua, Scheiß Hunger zu belohnen. Beim zweiten Mal porten tut es immer weh. Nein. Aua. Ist doch irgendwo noch Holzschau. Genau. Oh, hier. Oh. Irgendwo hier muss doch noch eine Quelle versteckt sein. Es hat doch irgendwie ein ganz untypisches Fließverhalten. Was? Das Raw Ender. Oh. Jetzt müsste da aber eine einzige Quelle ist ja noch irgendwo. Au. Hä? Okay. Wenn es fließt, portet es sich anscheinend weiter. Ich bin jetzt gerade ja in das Fließende reingefallen und bin in meinem Kontrollschacht wieder rausgekommen. Daraus, jetzt müsst ihr hier rein. Es müsste alles sein. So, Fuchs, wie ich bin, habe ich natürlich nicht gezählt, wie viele Eimer das jetzt waren. Zu sehen, ob ich jetzt reiche. So. Was? Wieso geht denn das So nicht? machen. So. Aber ich glaube, das läuft gar nicht so breit. Jetzt ist die Frage, läuft das überhaupt? Oder brauchen wir hier noch viel, 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 viel mehr Eimer? Aber, natürlich kann ich. Nein, 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 nein. Was passiert, wenn ich das jetzt... Aua, 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 aua. Au, 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 au. Boah, Alter. Ja. Das Zeug in geschlossenen Räumen zu verwenden, ist äußerst gefährlich. Zumindest da, wo es breit fließen kann. Okay. Bei den erweiterten Item-Dingsbums ist auch das Problem, dass der bloß die frisst, die da reingelegt hast. Also Nee. nie, nee. Nee, du kannst es einstellen. Da ist hier irgendwas, steht da mit Metadaten. Siehst du das? Lass du die Scheiße umkreislaufen. Ach so, ja, da rausziehen tut er es deswegen trotzdem, ja. Da musst du dir irgendwie einen Kopf machen. Alter, das ist ja krass. Weißt du, wie viel Zeug ich da brauche, um den Reaktor zu kühlen? Scheißendreck, Eins, Junge. zwei, drei, vier, sechs, achtzehn. Liniengenerator. Automatisch befüllt. Ja, aber ich habe die, glaube ich, unten. Nee, wie habe ich denn die rausgezogen? Ja, das war irgendwie am Anfang ganz kompliziert. Also das sind schon mal 30.
4. Alter, das wird einfach zu viel. Verstehen. Das wird einfach viel zu viel. Ich brauche 126 Eimer. Von Cryotherm. 126 Eimer. Um meinen Reaktor voll zu kriegen, ja. Läuft mit dir. Quasi muss ich den voll machen. Rausgerufen. Den Tank. Ich glaube, dass ich das heute nicht mehr schaffe. Redstone. Das muss gehen. Halt Strom von oben. Noch mal. Wo klemmt's denn bei dir, mein Guter? Mit der Sortiererei. Also, Ach so. dass er die halt nicht dahin zurückhaut, wo ich dem sage, so die zurückhauen Die, soll. also immer noch das Angelproblem. Ja. Vor allen Dingen habe Aber ich wie das ja bei gesagt. meiner alten Bude auch hingekriegt, dass ich dem sagen konnte, pass auf, hier raus und da angeln rein. Na, da hier rein, da raus, das sollte ja gehen. Also du musst die neuen von oben befüllen. Teste ich hier gerade. Du musst die neuen von oben befüllen. Du musst dem nur irgendwie plausibel erklären, dass der die nicht rauszieht. Wir haben gerade harte Gespräche deswegen. Also. Diskutiert er quasi gerade. Wir sind gerade hart am Diskutieren, ja. Muss die Löcher wieder zumachen. Mag das nicht. Die Schneemaschine, das ist einfach nur die Basis. Basis, das ist hier nichts Gehärtetes und gar nichts. Dann sagen wir dir nochmal. Also bei meinem anderen Fischer oder bei dem im alten Haus habe ich die Angeln von der Seite befüllt. So, wie gesagt, das ging halt. Das Befüllen ist ja eigentlich egal. Das Ding ist halt, wo du es rausziehst. Naja, jetzt versuche ich hinten rauszuziehen. Mach mal die Leitung, also von oben oder egal von wo du die Angeln befüllst. Und stell mal die Leitung, die den Output hat. Stell die mal nicht auf, bei Exatieren nicht auf immer aktiv, sondern aktiv mit Signal. Das müsste gehen, weil rein theoretisch sendet ja das Gerät ein Signal. Also das Gerät pumpt ja eigentlich raus. Und wenn das nicht geht, dann machst du den Output vom Gerät nicht mit Ender-IO-Leitungen, sondern mit den Leitungen von Thermal Expansion, BC Transports. BC Transports. Busy Transports, ja. Dann machst du die halt damit. Muss Dann schon hier oben. gehst du allen Ärger aus dem Weg. Also Angel rein funktioniert, ich kriege jetzt bloß nichts mehr rauf. Hab bestimmt einen Fehler gemacht. Verstopft er gleich, also macht er nicht. Naja, kriegt halt den Fisch, den er geangelt hat, wahrscheinlich nicht raus. Aber wenn du das machst mit dem
Nicht aktiv. Nicht immer aktiv, ihr wisst schon. Rein theoretisch hast du ja in dem Gerät genau diesen erweiterten, hier ist gerade der Servomechanismus drin, oben bei den Grünen, bei Erweiterungen, dass der halt Items und Flüssigkeiten automatisch aus dem Gerät transferiert. Hast du beim Gerät auch einen Output richtig eingestellt? Beim Fischer gibt es keinen Output. Ach stimmt, beim Fischer kannst du ja nicht einstellen. Das ist ja das Problem. Sonst wäre das ja Hallo. alles easy going. Mal noch. Alle bleibt drinnen. Habe ich noch. Was wird? Aktiv mit Signal. Habe ich noch gemacht. Erarbeitet mal. Ich könnte natürlich jetzt auch das Ganze umgehen mit dem Flüssigkeit da reingeballer. Und könnte den Reaktor mit Packeis kühlen. Das müsste eigentlich genauso kalt werden. Dass du einfach noch Packeis ringsrum setzt. Aber eigentlich, ich finde es halt mit Flüssigkeiten cooler. Ich weiß, was du meinst. Bedeutet das jetzt, dass ich doof bin? Wenn ich es mir nicht leisten kann. Komm, arbeite schneller. Oh, weil die Junge. Kann man den Fischer eigentlich in Speed-Upgrade geben? Machst du ja quasi mit den Angeln. Weil umso besser die Angel. Ich weiß jetzt gerade nicht, kann man in den Fischer reingucken? Nee, ne? Nee. So, das haut doch aus. Dann geht das nicht. Angeln. Setzt danach. Ja, das sollte es gewesen sein. Frage mich nicht, was ich auch noch gemacht habe wie vorhin, jetzt lief's. Ja, es ist irgendwie ganz seltsam gewesen. Ich weiß halt auch, dass es bei mir auch so war, dass er dann mal eine Weile lang die Angeln die ganze Zeit rausgeruppt hat, dann hat er sie mal wieder drinnen gelassen und Beim nächsten Mal Glas mitbringen.